Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional. Heute ist Montag in der Heiligabendwoche, der 21. Dezember. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Guten Abend und Glück auf! Ja, und natürlich gibt es auch heute wieder unseren speziellen Adventskalender. Und Sie wissen ja, hinter jedem Türchen verbergen sich weihnachtliche Bräuche und Sitten. Und heute geht es um Tür auf. Der erzgebirgische Weihnachtsstollen gehört zu den traditionellen weihnachtlichen Backwaren. Schon im bekannten Heiligabendlied, dem wahrscheinlich längsten Weihnachtslied der Welt, heißt es: Mir Oma sagt's, ein Butterstollen so lang wie die Ofenbank. Und wenn wir die Zankassen haben, du sei mir alle krank. Nahezu jeder Bäcker und auch fast jeder Haushalt hat sein eigenes Stollenrezept. Hinein gehören auf alle Fälle Rosinen, Mandeln, Butter, Zitronat, Hefe und Mehl. Die genauen Mengen und auch die eine oder andere geheime Zutat sind natürlich bei jedem Rezept verschieden. Seinen Ursprung soll der Stollen im Früchtebrot des Mittelalters haben und nachweislich aus Sachsen stammen. Erwähnt wurde er 1571 erstmals in Wolkenstein. Mit seinem Überzug aus Butter und Puderzucker soll er auch ein Symbol für das in Windeln gewickelte Christuskind sein. Das Kindl, wie der Stollen auch manchmal genannt wird, wird traditionell am Morgen des ersten Weihnachtstages angeschnitten. Heute finden öffentliche Stollenanschnitte meist um den ersten Advent statt und der Stollen wird in der gesamten Advents- und Weihnachtszeit verzehrt. Seit 2010 kümmert sich auch ein Verein, der Stollenverband Erzgebirge, darum, die eigens kreierte Marke erzgebirgischer Weihnachtsstollen regional und überregional bekannter zu machen und dieses traditionelle Produkt zu pflegen. Wir unternehmen etwas, wenn andere Pause machen. So das Motto der Arbeitsagentur Annaberg Buchholz. Vierter Pendleraktionstag am 28. Dezember, das ist der Hintergrund dafür. Mehr Jobangebote und zunehmende Beschäftigungszahlen. Die Wirtschaft im Erzgebirge wächst und sucht Fachkräfte. Diese positive Entwicklung zieht nicht nur Pendler aus den Nachbarlandkreisen an, sondern sorgt auch für Interesse bei Rückkehrwilligen, die jede Woche zur Arbeit in andere Bundesländer fahren oder dort bereits hingezogen sind, erklärt Agenturchef Siegfried Bäumler. Mit dem vierten Pendleraktionstag sprechen die Wirtschaftsförderung Erzgebirge, die Industrie- und Handelskammer Chemnitz, die Region Erzgebirge und die Agentur für Arbeit Annaberg Buchholz gezielt diesen Personenkreis an und werben für Beschäftigung in der Heimat. Mit dem 28. Dezember wurde wieder bewusst ein Termin zwischen den Jahren gewählt, um viele Berufspendler zu erreichen, die in dieser Zeit in der Heimat sind und hier ein paar Tage Freizeit mit der Familie verbringen. Von 10 bis 14 Uhr informieren 35 Unternehmen, das sind so viele wie nie zuvor, live vor Ort über Job- und Karrieremöglichkeiten, speziell ausgerichtet auf den Personenkreis. Darüber hinaus bietet die Agentur für Arbeit weitere Stellenangebote aus der Region an und berät dazu. Auch das Jobcafé, eine Einrichtung für Stellenwechsler, wird an diesem Tag vorgestellt. Tja, wir gehen nun nach Pfaffroda, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch dort gab es einen Weihnachtsmarkt und Günter Langer hat sich dort ins Getümmel gestürzt. Es werden am Ende weit über 2000 Besucher sein, die am Samstag, 19. Dezember, auf dem bzw. rund um den Schlosshof im Pfaffroda dabei waren. Begangen wurde der 6. Weihnachtsmarkt. Zwischen 14 und 19 Uhr boten sich auf diesem Areal allerhand Möglichkeiten, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Die Bläser der Kirchgemeinde Pfaffroda spielten gleich zu Anfang auf. Welchen Stellenwert dieser Weihnachtsmarkt für den Ort Pfaffroda hat, erfuhren wir von Steffen Günther. Er ist der Bürgermeister. Natürlich ist das eine der größten und schönsten Veranstaltungen im Kalenderjahr der Gemeinde Pfaffroda. Herrliches Ambiente bei bestem Frühlingswetter.
Etwas Schöneres kann man sich nicht wünschen. Ich begrüße Sie alle auch ganz herzlich hier im Schloss Pagoda als Einrichtungsleiter des Pflegeheims. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und hoffe, dass Sie einen schönen Nachmittag hier verbringen. Wir haben das ganze Jahr über vorbereitet und heute sehen Sie das Ergebnis. Bis jetzt hat alles geklappt und ich hoffe, dass das so weitergeht. Der Chor des Gymnasiums Olbernhau. Es gibt aber einen Wermutstropfen. Im Juni 2017 wird dieses Areal vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen als Pflegeheim. Ja, ich habe diese Entscheidung ja schon als Mitglied des Aufsichtsrates der Sozialbetriebe GmbH mitgetragen. Und ich stehe natürlich auch als Geschäftsführer dazu, weil wir als Unternehmen grundsätzlich natürlich wirtschaftlich denken müssen. Und es gab für dieses Areal hier in Pagoda aufgrund der historischen Bausubstanz, der Kompliziertheit im Inneren des Gebäudes keine Möglichkeit, eine Sanierung vorzunehmen. Ist viel los, ja. Genau so war es. Die Vereine des Ortes haben maßgeblich an der Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes mitgewirkt. Wie gefällt's denn? Wir sind aus Chemnitz, haben eine schöne Wanderung hier in Pagoda gemacht. Wir sind jetzt hier auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt. Und finden das ganz toll. Wohlgefühlt haben sich auch die Jüngsten in der Bastelstube hier eine Mutti. Ja, mir fällt es ganz gut hier. Vor allem für die Kinder ist es natürlich schön, dass sie hier was zu tun haben. Und auch vom Verpflegung her ist es auch gut. Also Glühwein, Rostbratwurst und Kuchen für die Mamas und Papas. Wie nun sieht Reinhard Wagler, er ist der Einrichtungsleiter dieses Fest. Der Weihnachtsmarkt ist seit Beginn das größte Festlichkeit, die wir hier im Haus haben. Und voriges Jahr waren 1.500 Besucher da und dieses Jahr wird es scheinbar wieder genauso viel. Also es ist ein großes Ereignis, das wir hier haben. Wie nehmen das Ihre Bewohner auf? Na, den Bewohnern gefällt es schon sehr, dass jetzt hier der Trubel ins Haus kommt, dass man quasi nicht abgeschirmt ist, sondern hier im Hof so viel stattfindet und auch so viel Angehörige Besucher trifft, die da sind. Mit der Zeit wird es dann zwar etwas viel, aber es ist eine sehr schöne Sache. Auch haben wir der St. Georgskirche einen Besuch abgestattet. Hier ist eine 300 Jahre alte Silbermann-Orgel eingebaut, die in den letzten Monaten restauriert wurde. Komplett die Pfeifen, alle gestimmt. Wir haben das komplette Prospekt neu bemalt. Also was jetzt neu bemalt ist, halt restauriert. Also es sieht nicht neu aus, es soll so alt aussehen, wie es jetzt aussieht, aber es ist halt alles neu mit Öl versiegelt. Hier gab es noch in den Abendstunden eine ganz besondere Gospelmesse, ausgestaltet von Schülern des Gymnasiums aus Olbernhau. Und sie bringen es auf den Punkt, die Berglandmusikanten aus Olbernhau. Wir möchten uns verabschieden vom 6. Weihnachtsmarkt aus Pagoda. Wir hoffen, es hat gefallen. In den vergangenen 3 Wochen haben wir immer wieder über das bunte Programm auf dem Marienberger Weihnachtsmarkt berichtet. Tja, und leider ist irgendwann auch die schönste Zeit vorbei. Nun aber stand das große Abschlusskonzert auf dem Programm. Und auch das, liebe Zuschauer, haben wir uns nicht nehmen lassen und haben dieses für Sie besucht. Viel Spaß! Es ist inzwischen zur Tradition geworden, den Marienberger Weihnachtsmarkt musikalisch zu beenden. Diesen Teil haben dieses Jahr wieder die Barflies übernommen und zum Abschlusskonzert für einen gut gefüllten Weihnachtsmarkt gesorgt.
Vor allem die markante Stimme von Madeleine Sieber könnte bei dem ein oder anderen Klassiker überzeugen. Am Sonntag, den 4. Advent, endete dann die Weihnachtsmarktsaison 2015 in Marienberg. Das Konzert am Vorabend gehört zu den Höhepunkten. Chopau in Lagerhaus eingebrochen. Ein wohl eher sportlicher Einbrecher kletterte an einem Blitzableiter zu einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Gebäudes in der Spinnereistraße. Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe ein, öffnete das Fenster und stieg in das als Lagerhaus genutzte Gebäude ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten. Insbesondere die im Erdgeschoss lagernden Musical-Requisiten hatten es dem Unbekannten angetan. Er durchwühlte diese regelrecht. Stehlenswertes hatte der Einbrecher offensichtlich nicht gefunden. Er verließ das Gebäude ohne Beute. Kurt Seifen, Campinghänger aufgebrochen. Die Abwesenheit eines Dauercampers, welcher seinen Campinganhänger jedes Jahr von November bis März auf einem Campingplatz im Kurort Seifen abstellt, nutzte ein Unbekannter. Er brach ein Seitenfenster am Wohnwagen auf und stieg in diesen ein und durchsuchte ihn. Die Beute war eher mager. Etwas Bargeld aus einem kleinen Holzkästchen. Der Sachschaden am Fenster schlägt mit etwa 500 Euro zu Buche, da der Einbrecher die komplette Verriegelung zerstörte. In dieser Woche, liebe Zuschauer, und an den Werktagen zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel muss mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden. An den Feiertagen über Weihnachten und dem Jahreswechsel sind keine festen Termine für Geschwindigkeitskontrollen geplant. Lage- und witterungsabhängig sind operativ angesetzte Kontrollen aber trotzdem möglich. Deshalb, liebe Zuschauer, Augen auf und Fuß vom Gas. Und weil wir gerade von Witterung gesprochen haben, hier folgt unser Blick aufs Wetter. Morgen, liebe Zuschauer, ist der kalendarische Winteranfang und gleichzeitig der kürzeste Tag oder die längste Nacht des Jahres. Ja, und da möchte man sich die warme Bettdecke weit über die Nase ziehen. So macht man das eben mitten im Winter. Wenn Sie dann allerdings nach draußen schauen, dann sieht das alles etwas anders aus. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel wolkig bis leicht bewölkt, sodass man ganz gut den zunehmenden Mond sehen kann. Örtlich kann sich noch das ein oder andere Tröpfchen auf die Erde verirren. Die Temperaturen in Olbernhau zwischen 6 und 7 Grad, in Marienberg zwischen 7 und 8 und in Chopau werden zwischen 6 und 7 Grad erwartet. Ja, und diese sind alles andere als winterlich, diese Werte. Für die Nachtstunden und morgen wurde eine Wetterwarnung vor Sturmböen bis 50 Stundenkilometer
Kilometer herausgegeben. Der Wind weht sonst mit um die 23 Stundenkilometer aus Südwesten. Der Dienstag zeigt sich zunächst bedeckt, aber trocken. Im weiteren Tagesverlauf reißt die Wolkendecke auf und die Sonne zeigt sich am Himmel. Eine Sonnenstunde kann abgerechnet werden. Die Temperaturen klettern auf Werte in Olbernhaut zwischen 6 und 10 Grad, Marienberg zwischen 7 und 10 und in Zschopau zwischen 7 und 11 Grad. Die Warnung vor Sturmböen bleibt bis in die Abendstunden aktiv. Der Wind weht sonst mit 25 und eben in Spitzen bis 63 Stundenkilometer aus südwestlichen Richtungen. Der weitere Ausblick. Der Mittwoch präsentiert sich wolkig bis leicht bewölkt und niederschlagsfrei. Die Sonne wirft bis zu 3,5 Sonnenstunden in den Ring. Ja, und dabei klettert das Quecksilber auf Werte zwischen 7 und 13 Grad. Der Wind hat sich etwas beruhigt und weht mit um die 48 Stundenkilometer aus Südwesten. Der Donnerstag, also Heiligabend, dort gibt es Schnee bis ins Tiefland. So der Wunsch vieler. Die Realität sieht anders aus. Der Himmel zeigt sich heiter und niederschlagsfrei. Die Sonne liefert 4,5 Sonnenstunden und die Temperaturen erreichen Werte zwischen 6 und 12 Grad. Bieten Sie dem Weihnachtsmann etwas Kühles zu trinken an. Oder vielleicht ein Eis. Das wäre eine Idee. Der Wind weht aus Südwesten mit bis zu 44 Stundenkilometer. Liebe Zuschauer. Das war Megional am Montag und schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir pünktlich morgen wieder hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen.